Internet, was geht ab? Ich hoffe, ihr habt einen Weltklasse-Dienstag. Meiner ist soweit mega tasty. Und wie ihr sicher schon erkannt habt, kommen im Moment wenig Vlogs, weil ich mich in meinem Urlaub befinde. Und auch ich muss ab und an mal was essen. Und ich habe mir gedacht, ich lasse euch heute wieder dran teilhaben. Und wir kochen zusammen, beziehungsweise ich euch vor. Und wenn ihr Bock habt, das gerne mal nach. Und ohne heute jemanden großartig zu challengen, kann ich euch verraten, wir kochen lecker ein Risotto. Und das ist eigentlich so ein Grundsatzrezept, was wir für ein Risotto machen. Risotto ist ein italienisches Reisgericht. Da brauchen wir diesen speziellen Risotto-Reis. Das zeige ich euch gleich nochmal einzeln. Und wir machen unser Risotto heute mit Kräuterseitlingen, was in diesem Fall Pilze sind. Und ihr könnt das aber auch mit Champignons machen, mit getrockneten Tomaten, worauf ihr Bock habt. Wichtig ist halt dieses Grundrezept von dem Risotto. Das werden wir jetzt gleich mal zusammenkochen, beziehungsweise alles dafür vorbereiten und es uns dann hinterher schmecken lassen. Im Gegensatz zu unserem letzten Rezept, wo wir ja die Soße schön lange köcheln lassen konnten etc. pp., haben wir hier ein bisschen strikteres Zeitmanagement. Wir sollten daneben stehen bleiben und auf jeden Fall fleißig drin rumrühren, aber ihr werdet sehen, die 20, 30 Minuten werden sich auf jeden Fall lohnen. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir dafür alles brauchen und ja. So, ihr Nasen, und zwar brauchen wir, jetzt stehe ich hier schon wieder in der Sonne, folgende Zutaten. Heute ganz wichtig ist dieser Risotto-Reis. Da gibt es mittlerweile auch schon von Rewe beste Wahl. Das ist ein Rundkornreis, der bildet ziemlich viel Stärke aus. Und ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Dann ganz wichtig hier hinten, wir brauchen ein bisschen Olivenöl. Wir brauchen definitiv Butter nachher. Wir brauchen Parmesankäse, beziehungsweise ich habe hier Grana Padano in gerieben. Der tut es auch. Der gibt dem Ganzen nachher mega Schmacko Geschmack. Dann haben wir hier ein Netz Schalotten. Da werden wir auch drei davon brauchen. Schalotten sind so kleine rote Zwiebeln. Die sind ein bisschen feiner als normale Zwiebeln und ein bisschen leckerer. So, des Weiteren haben wir hier hinten noch einen kleinen Weißwein stehen. In diesem Fall, das ist hier der weiße Burgunder von Rewe. Ich glaube, das ist der günstigste, den man so kriegt für 1,39 oder so. Ich bin nicht ganz safe. Und hier habe ich nochmal, das sind 400 Milliliter müssen das sein, Kalbsfond in diesem Fall. Ihr könnt auch jede andere Brühe nehmen, Gemüsefond, Hühnerbrühe, wie auch immer. Ich rate euch auf jeden Fall zu diesen Gläsern und nicht irgendwie da mit dem Brühwürfel selber was anzurühren. Und dann habe ich noch wunderbar aus der Metro für uns heute organisiert. Ich mache hier mal auf, beziehungsweise hole mal hier die Spiegel aus der Plastikverpackung. So. Und das sind Kräuterseitlinge, in diesem Fall sind das kleine lustige Pilze, so. Und ja, die sind jetzt für das eigentliche Risotto-Rezept gar nicht so wichtig. Oh Gott, müssen wir erstmal auseinanderpulen gleich alle. Die sind jetzt gar nicht so wichtig, aber ja, die kommen halt hinterher auf unser Risotto oben drauf. Wie gesagt, da könnt ihr auch variieren, andere Pilze nehmen etc. pp. Ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los und aufbleiben. Das machen wir hier in One Take jetzt durch. Ich fange an, die Schalotten zu schneiden. Ich glaube, ich habe euch letztes Mal schon gezeigt, wie man Zwiebeln in kleine Würfel kriegt. Das ist jetzt auf Größe der Schalotten hier ein bisschen mehr Fummelarbeit, aber nichtsdestotrotz machen wir drei Schalotten. Ich nehme hier das bisschen Licht, was wir in meiner Küche haben, selber weg, aber Juli. So, schälen die erstmal, dafür schneide ich sie durch, dann kriege ich einfach hier besser die Pelle runter. Und dann zeige ich das jetzt hier einmal an der halben. So, schneiden wir hier von oben einmal so längs runter. Wichtig, hinten die Wurzel nicht durch. Die Wurzel hält das Ganze zusammen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal in dem Bollo-Rezept schon gepredigt. Hier hinten die Wurzel bleibt dran. Habe ich schon ganz oft gesehen, die schneiden hier als erstes ab. Lass die dran. So, jetzt schneide ich die hier noch einmal parallel zum Brett quasi so runter. Und jetzt seht ihr schon, das fächert sich hier vorne auf. Wenn ich jetzt hier anfange runterzuschneiden, habe ich kleine Würfel. Wir sehen zu, dass sie alle einigermaßen gleichmäßig kommen und relativ fein. So. Und ich bin dann tatsächlich so großkotz, dass ich das einfach weghaue. Und das ist mein Ertrag von einer halben Schalotte und davon brauchen wir jetzt quasi drei ganze, beziehungsweise sechs halbe und das schnippel ich jetzt hier erstmal klein. So, die Schalotten haben wir jetzt hier klein geschnippelt, alles in kleine Würfelchen. Und ich stelle jetzt hier gleich simultan mal den Topf auf. Den stelle ich auf nicht ganzes Feuer. Wir wollen da gleich die Schalotten so ein bisschen drin angehen lassen. Allerdings das Ganze ohne Farbe. Da kommt noch ordentlicher Spritzer Olivenöl rein. Oh, Welt aller Feinste. Und dann mein Feuer könnte ich auf 12 stellen. Ich stelle es jetzt hier auf 10. Genau. Das ist erstmal eine Seite. Da kommen gleich die Schalotten rein. Im nächsten Arbeitsschritt nehme ich mal ein Stück Butter.
ziemlich genau die Hälfte davon. So, eine Hälfte kommt wieder in den Kühlschrank. Und die andere Hälfte befreien wir aus der wunderbaren Verpackung. Die hat jetzt schon ein bisschen Temperatur gekriegt. Aber es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Denn wir schneiden jetzt hier wunderschöne Würfel. Zack. Einfach so eine buttrige Angelegenheit. Jetzt nochmal so schneiden. Und dann einmal hier so lustigerweise runter. Schöne Butterwürfel. Dann habe ich hier so ein wunderschönes Porzellangedöns. Tralala Hopsasa. Da. So ein bisschen drauf. So, jetzt habe ich ziemlich saftige Hände. Jetzt bräuchte ich mal ganz kurz Support, dass du einmal kurz da unten aufmachst. Genau, und die stellen wir nämlich ins Eisfach. Einfach die Mitte, würde ich sagen. Dann müssen wir noch Platz haben. Ja, super klasse. Die kommen ins Eisfach, die brauchen wir später. Einmal kurz die Pitsche-Patsche-Händchen waschen. Und während da hinten. Ja, so. Entschuldigung, die Soundkulisse. Während hier hinten das Öl heiß wird. Unsere Butter kalt. Fangen wir an und schnibbeln die Pilze auseinander. Die brauchen wir jetzt nicht großartig putzen. Das sind Zuchtpilze. Da ist kein Dreck dran, nichts. Und wir schneiden die einfach nur ein bisschen. Also ich würde hier zu der Länge nach einmal aufschneiden. Die sind tatsächlich alle ziemlich gleich groß. Und die hauen wir gleich in der Pfanne und braten die einfach nur an. Ja, mache ich jetzt nicht ganz den ganzen Korb, aber so, dass wir ordentlich ein bisschen was hinterher auf unserem Risotto liegen haben. Denn die kommen tatsächlich erst ganz am Ende aufs Risotto. Ja, ich würde mir jetzt vorbehalten, die einfach so der Länge nach zu halbieren. Die müssen aber auch. So. Ja. Zwei noch. Der Kollege hier. Wunderbärchen. Oder? Was sagst du? Ich glaube, das sieht hervorragend aus. Ich kriege hier einen Daumen. Jawohl. So. Dann auch die. Kommen hier auf den Teller, erstmal auf der Seite, da stellen wir gleich die Pfanne vor auf. Und sobald das Öl, das hat jetzt schon ein bisschen Temperatur, jetzt habe ich mal einen lustigen Kochlöffel verlegt. Ich habe meinen Kochlöffel verlegt, wir nehmen den, das ist eine gute Idee. Und ja, das Öl hat ein bisschen Temperatur, das zischt jetzt hier nicht gleich so richtig derbe los, weil wie gesagt, wir wollen das hier nicht auf einer 100%, sondern ganz locker, dass das nur ein bisschen glasig wird, hier unsere kleinen Schalotten. Und dafür lassen wir es einen Moment liegen und dann kommen wir gleich zurück. So, ich glaube, ich kann jetzt hier tatsächlich mit dem Feuer noch ein bisschen runtergehen. Ich stelle das jetzt auf 8. Dann habe ich hinten einen kleinen Topf aufgestellt. Wir brauchen heute viele Töpfe und Pfannen. Den drehe ich erstmal hoch und zwar kommt da mein Fond rein, in diesem Fall Kals von mir berichtet. Ab 400 Milliliter und dann nehme ich das wunderbare Glas und lasse nochmal so 300 Milliliter Wasser drauf ungefähr. Und das gebe ich auch mit drauf, verdünne die quasi ein bisschen. So, dann stelle ich mir hier hinten lustig eine Pfanne auf. Die schauen wir komplett hoch auf 3. Dann haben wir gleich die Pilze drin. Da haben unsere Schalotten, kann noch ein Tropfen. Genau, Öl. Sauber. Dann nehme ich schon mal meinen Risotto-Reis. Das mache ich hier Pi mal Auge. Wichtig ist bei diesem Risotto, was wir hier kochen, das ist ein Reisgericht. Da steht der Reis ziemlich im Vordergrund. Und wir kochen diesen Reis nicht gar. Also ihr kennt das wahrscheinlich irgendwie, sonst habt ihr euren Reis immer ziemlich gar gekocht. Dieser hier soll noch so ein bisschen Biss haben am Ende. Und da kommt es dann gut aufs Timing an. Da müssen wir dann immer mal ein bisschen probieren. Hoppala. Und sobald wir die Schalotten schön glasig angeschwitzt sind, würde ich auch sagen, wie viel Reis haben wir hier? Das müssen 500 sein. Die Hälfte würde ich davon reinmachen. Die Hälfte von dem Reis. Genau. Und ja, dafür lassen wir jetzt aber die Brühe noch mal kurz heiß werden, die Schalotten noch ein bisschen angehen. Und ja, dann kommen wir gleich. Geht's weiter. Jo. So. Unsere Zwiebeln sind jetzt ein bisschen angegangen, haben jetzt tatsächlich doch ein bisschen Farbe bekommen. Jetzt nehme ich die Hälfte von unserem Risotto-Reis und hau den hier einfach so locker flockig mit rein. Und die Hälfte daneben, das ist auch wichtig. So. Und auch hier mal lustig durchrühren, den ruhig so ein bisschen mit anbraten quasi. So, das wird. Und als nächstes habe ich dann hier unseren weißen Burgunder. Das sind 0,25 Liter. Oho, Achtung. Und davon nehmen wir die Hälfte.
Und jetzt hier noch ein bisschen anschmuggeln. Sehr gut. Und davon nehmen wir dann, da ist der Fokus da. Oder so ähnlich, die Hälfte. Und wir löschen das hier mit ab. So, kurz noch. So. Da kommt jetzt eine gute Alkoholdunstwolke raus. Lecker mio. Das macht Spaß. So, den ganzen Kladderadsch lassen wir jetzt kurz heiß werden. Hier hinten, apropos heiß werden, müsste unsere Pfanne mittlerweile Betriebstemperaturen haben. Auch da ein bisschen Öl rein und unsere Kräuterseitlinge reinschmeißen, liegen lassen. Auch die sollen nur ein bisschen Farbe kriegen. Wir wollen die nicht totgaren da hinten. Die sollen von außen ein bisschen braun werden und innen immer noch schön saftig bleiben. Und dafür viel Feuer, wenig Bewegung. Großartig. Klasse. Hier hinten ist mittlerweile auch unsere Brühe heiß. Und jetzt kommt eigentlich auch schon das Spektakel. Jetzt hier vorne kurz unser Risotto. Hier ist der Wein jetzt so langsam am Einkochen. Und jetzt fangen wir an und nehmen eine Kelle und nehmen immer von dieser heißen Brühe hinten Kelle für Kelle und geben das hier zu. Wichtig ist, dass die hinten heiß ist und dass das hier vorne quasi lustig mitkocht und dass wir nicht alles zusammen auf einmal reingeben, sondern immer so ein bisschen wieder einrühren. Ich habe jetzt hier auf 2/3 Feuer stehen. Das muss hier vorne immer so ein bisschen köcheln. Nebenbei gart der Reis. Hier hinten hören wir jetzt schon wunderbar, da zischt es. Das heißt, auch die kriegen jetzt schön Hitze hin. Und wie gesagt, jetzt hier auf mittelgroßer Flamme stehen lassen. Immer mal wieder durchrühren. Das ist ganz wichtig, dass da unten nichts anbrennt. Und dass der Reis sich voneinander löst. Und man sieht jetzt schon, das wird immer ein bisschen dicker. Und wenn dann so nur so die Menge Flüssigkeit quasi noch da ist, können wir auch wieder ganz gut noch einen Löffel von unserer Brühe dazugeben. Die stelle ich da hinten jetzt mal klein, die muss nicht kochen, die muss nur heiß sein. Also auch mal runterziehen kurz. So. Und hier vorne immer schön wieder mit unserer Brühe verrühren. Unseren Pilzen schwenken wir mal locker flockig durch. Und wir sehen schon, die kriegen hier und da eine tolle Farbe. Der Cam sieht, aber man sieht auf jeden Fall die Seiten, die sie Feuer bekommen haben. Wir lassen jetzt hier noch ein bisschen anbraten, würzen die gleich einmal ab und dann können wir auch schon auf die Seite. Wichtig ist jetzt im Moment immer Hauptaugenmerk hier auf unser Risotto, immer durchrühren, immer köcheln lassen, es muss immer heiß sein und wenn die Flüssigkeit weg ist, wieder lustig nachkippen. Zwischendrin die Pilze noch mal durchschwenken, dass wir das nicht vergessen. Die sollen tatsächlich nur schön Farbe kriegen, gar nicht so arg viel durchgaren. Aber klar müssen sie gar sein, aber die lassen wir stehen. Da schmeiße ich jetzt etwas größere Prise Salz. So, wo sind wir da? Einfach oben so mit rein. Und dann kann man sie liegen lassen und dann sind die auch gleich tippitoppi. Wie gesagt, Augenmerk immer noch hier vorne auf das Risotto durchrühren. Und jetzt sehen wir schon wieder ziemlich viel Flüssigkeit weg. Wir nehmen wieder was von unserer heißen Brühe hinten, eine Kelle. Einmal rein und wieder unterrühren. Und bleiben da schön bei stehen. So, wie ihr hier schön seht, ist unser Reis am Kochen. Das ist jetzt der Moment, wo ihr so langsam mal probieren könnt, um festzustellen, dass der Reis noch zu fest ist. Da habe ich ein bisschen geschultes Auge mittlerweile. Hier hinten ist jetzt nur noch so ein Schluck Brühe drin. Ich gebe da jetzt noch mal ein bisschen Wasser drauf. Ich habe so eine leichte Vorahnung, dass es nicht reichen wird. Stell den auch noch mal an. So, dann sind unsere Pilze hier vorher, die haben wunderschön Farbe bekommen. Genau, die haben wir nur schön angebracht und man sieht, die können gar nicht durchgegart sein. Die sind jetzt noch schön gummimäßig. Und die haben jetzt nur noch so ein bisschen Resthitze, beziehungsweise ich stelle sie noch mal auf die Pfanne, die aus ist. Und habe jetzt hier Schrebergartensalz, das habe ich mal als Werbegeschenk genommen, gekriegt. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Ihr könnt da aber trocken oder auch TK an Kräutern draufhauen, was ihr wollt. Ich finde das ziemlich lecker. Und da schwenke ich die jetzt einfach nur noch mal so warm durch. Das ist jetzt gar nicht mehr großartig heiß. Wie gesagt, ich habe jetzt nur noch Restwärme von der Platte, sodass die ätherischen Öle aus den Kräutern gelöst werden. Hier vorne noch mal locker durchgerührt. Wie gesagt, das braucht auf jeden Fall noch 2-3 Löffelchen da hinten her. Man hört jetzt auch da hinten, die Pfanne ist noch an. Ich habe jetzt gerade erst ausgemacht, die Platte. Aber das ist okay, da ziehen jetzt hier noch so ein bisschen die Kräuter an. Das ist schön, die dürfen nicht wirklich auf Feuer gegart werden, sondern nur hier hinten so ein bisschen
über die Resthitze quasi. Und ja, wie gesagt, ich denke hier vorne noch so 2-3 Minütchen, dann werde auch ich mal zum Löffel greifen und gucken, ob der Reis mittlerweile die Konsistenz erreicht hat. Wie gesagt, wir wollen innen drin noch einen ganz kleinen Kern haben, der quasi ein bisschen Biss hat. Und ja, dafür werden wir hier aber noch ein Momentchen rühren müssen. So, meine Lieben, und wenn das Ganze dann, man erkennt es, beziehungsweise ich habe jetzt auch probiert, wir haben den ganz kleinen Stärkekern noch mit ein bisschen Biss, und man sieht auch, das Ganze ist halt so eine soßige Angelegenheit. Ne? Der Reis hat sich jetzt hier so an die Brühe geschmiegt, beziehungsweise die Brühe ist angedickt durch die Stärke am Reis. Jetzt nehmen wir das Ganze heiß vom Feuer runter, und ich habe hier meine Tüte mit 150 Gramm Grana. Ich dachte, dass ich sie aufgeschnitten habe. Gut. So. Aus dem Hinterhalt, vielen Dank. Ist sie aber offen. So, und die gönne ich da komplett rein. 150 Gramm Käse. Käse ist gut, Käse ist wichtig. Und das rollen wir jetzt hier erstmal unter. So. In unser heißes Risotto. Jetzt seht ihr gleich, wie das Ganze noch mehr am Kleistern ist. Guckt euch das an. Seht ihr das, ja? Der Käse schmilzt jetzt in dem heißen Risotto. Schön unterrühren. Das riecht jetzt schon. Ich könnte euch ja mal erzählen. Am besten direkt mal nachkochen. So. Wenn der Käse dran ist, habe ich hier ein halbes Stück Butter. Ja, halbes Stück Butter, genau. Eiskalt, wie gerade aus dem Tiefkühlfach geholt. Und, oh. So, rein. Und die Platte, wichtig, jetzt nicht mehr heiß, sondern wir stehen auf der Platte daneben, wird das so lange gerührt, bis die Butter weg ist. Wir rühren so lange die Butter ein, bis sie nicht mehr da ist. Deswegen hat die auch das, also keine Angst vor den Kalorien in der Butter, die ist ja weg hinterher, ne? Also von dem her, ist auch vielleicht mal das Feuer ausmachen hier, dann wird es auch nicht so warm. Aber ihr seht diese schlange Konsistenz, das sieht vielleicht ein bisschen eklig aus. Das ist lecker, kann ich euch sagen. Aber ich glaube, so hat noch keiner von euch Reis gegessen. Wir sehen jetzt hier immer noch die gelben Butterstückchen. Schön unterrühren. Und das ist nicht mal ein schlotziges Risotto, Ladies and Gentlemen. Da geht das Herz auf. Hier stehen noch unsere Pilzchen. So. Man sieht ja auch schon, wie die Konsistenz ist. Es fließt jetzt hier nur noch so ziemlich bröckelig, alles schlotzig, sagt man dazu. Und dann greife ich mir hier glatt mal so bei meiner Lieblingszimmer. Nehme hier die Kelle. Und dann versuche ich mal, ohne den Rand einzusauen, also zwei Kellen auf den Teller zu geben. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und hier hinten unsere Pilze. Auch eine schöne. So einfach oben drauf schön mit den Kräutern. Großartig! Ladies and Gentlemen, das Kräuter-Seitlings-Risotto mit Schrebergartenkräuter, ganz was Feines. Kocht das gerne mal nach, lasst mir gerne mal einen Kommi da, was ihr da von dem Gericht haltet. Und ja, wir sehen uns bald wieder, falls bei uns am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es wieder einen Vlog von mir. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal schöne Weihnachtsfeiertage und auf jeden Fall guten Appetit. Ich bin raus, bis dahin. Juhu, Pantau!